Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch. Dass du da bist. Wir werden heute ein richtig geiles Video drehen. Und zwar haben wir ja schon etliche Teile gemacht, wo wir unter bestimmten Bedingungen Dinge auf Amazon bestellen mussten. Ja, ich habe irgendwas. Ja, red einfach weiter. Und der Julian hatte eine sehr geile Idee, und zwar hat er einen Wortgenerator gefunden. Sprich, das ist so ein Ding, da spinnst du quasi dran, ne? Mhm, und dann sagt er dir einfach irgendein Wort aus dem Duden oder so. Irgendein random Wort. Zum Beispiel Taschenlampe. Genau, und dieses Wort werden wir dann bei Amazon eingeben und dann müssen wir unter den ersten Seiten... Warte, zum Beispiel Bettdecke. Bettdecke. So, das wäre ein richtig cooles Wort gewesen, denn wir müssen diesen Begriff bei Amazon eingeben und dann das erste Pinke, was wir finden, kaufen, ne? Oder? Ja, also du musst das kaufen. Also ja, schon klar. Du hast wir gesagt. Ich bin der Typ, der hier die Wörter spillt. Ja, okay. Aber wir werden ein zweites Video drehen, genau. Und zwar ist das so ähnlich. Das werdet ihr bei Julian auf dem Kanal finden. Verlinke ich euch natürlich auch in der Informationsbox. Und zwar werden wir da nicht pinke Gegenstände kaufen, sondern alles, was rund ist. Was irgendwie einen Kreis beinhaltet, was rund ist. Ist da gerade das Licht an und ausgegangen? Ich sollte ins Bett gehen. So, wir haben echt schon 20 vor 1. Jetzt ist wieder angegangen. Jetzt hast du es wieder nicht gesehen. Alles gut. Ich schwöre es. Okay. Das glaube ich nicht. Immer wenn du hinguckst, ist es aus. Ja. Also eigentlich geht es jetzt sofort los, würde ich mal sagen. Bettdecke, ne? Das letzte Wort hatten wir eben als Beispiel. Das heißt, so, wenn es mehrere Pinke gibt, darfst du dir eins aussuchen. Nee, das Pinkeste. Das Pinkeste oder das allererste Pinke? Und was ist, wenn du so ein Pinker... Wir gucken jetzt, wir werden das ein bisschen individuell entscheiden. Neues Wort. Oh, bitte. Gewebe. Ah. Das ist aber... Gewebe. Ja, na toll. Ja, mach mal runter, vielleicht kommt ja was in Pink. Ist das Pink? Nein. Das ist kackbraun. Oh, hier ist was Pinkes. Was ist das? Eine Kissenhülle. Ach, die hässlich. Die ist ja wirklich ganz, ganz schön. Kommt da noch was anderes Pinkes? Das ist original. Ja, nee. Hä, aber das hier wirklich jetzt ernsthaft, hier ist nichts, noch nicht mal dann ansatzweise pink. Öffne einen neuen Tab, weil du kannst ja jetzt nicht in den Einkaufswagen. Wir haben uns extra ausgelockt. Das stimmt. Ist das denn gerade verfügbar? Ja. Leider ja. Mhm. Aber die ist auch gar nicht so schlecht. Oh, ich kenne aber jemanden, ohne jetzt jemanden runterreden zu wollen, aber dem das gefällt. Ich werde keinen Namen nennen. Möchtest du mal den Knopf drücken? Ja. Neues Wort. Wurde hier? Genau. Neues Wort. Geschieden. Da drückt die einmal den Knopf und dann steht da geschieden. Jetzt bin ich mal gespannt. Krass, wir haben einfach nur einen hässlichen Kissenbezug. Das ist alles, was wir in diesem Video geschieden geschafft haben. Glücklich geschieden, als ob man sich dann so einen Luftballon schenkt. Das ist rot. Ja, ist mir schon klar, dass das ist rot pink ist. Drin? Da ist was. Jetzt fange ich langsam. Ist das pink? Wieder richtig. Oh, das. So, Ding hier, Dong. Guck mal. Ding also Dong ist gone. Aha. Ein Kartenspiel. Oder, nee, wo habe ich denn jetzt Kartenspiel gelesen? Karten, Ding Dong. Ja, eigentlich ist das pink. Das ist pink, ne? Also ich kann da nochmal runter. Oh, das ist ganz pink. Ja gut, aber wir haben gesagt, das erste Pinke. Aber was macht das denn sonst für einen Sinn? Aber ist das richtig pink? Oder muss einfach also nur was Pinkes gesagt, das drin sein? Keine Ahnung. Also das erste, das wo Video... was pink drin ist oder das pinkeste? Warum trennt mein Auge gerade so und meine Nase läuft? Ich glaube, ich bin gegen diese Blumen allergisch. Ohne Scheiß. Wieso bin ich eben immer gegen alles allergisch in meinem Leben? So, ich scroll jetzt nochmal runter. Also das wäre auch alles dann. Wir können uns jetzt entscheiden, entweder das Pinkeste, das wäre dieser Ich würde sagen, es ist beides hässlich, darum nimm das Günstigere. Nein, 12 Euro Versand. 12 Euro Versand? Soll ich mir jetzt erstmal angucken, was das überhaupt ist? Was soll denn das überhaupt sein? Ja, wahrscheinlich ist das irgendwas Perverses. Nee, das ist, glaube ich, einfach Ding nur... Ding Dong und Dickhead, verstehst? Das ist eine Karte, sowas wie eine Happy Birthday Karte. Das kannst du jemandem schenken, wenn er sich geschieden hat, verstehst du? Warum denn geschieden? Kauf jetzt einfach und wir machen das nächste Wort. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Aber irgendwie macht es trotzdem. Es macht mega... Alter! Und warte, ich habe vergessen zu filmen. Ich habe leider vergessen zu Dings, aber ihr seht ja, Alter ist es geworden. Also was für eine unnötige Aufnahme. Okay, komm, Alter. Oh, das glaube ich aber nicht. Das die Birgit ungeschminkt. Was ein Glück. Och man, ernsthaft, das sind nur komische Produkte. Ich will lass irgendwas dich doch mal drauf machen. Ein. Nein, lass dich doch mal drauf ein. Ist das dein Ernst? Ja. Och man. Es wird aber auch ein teures Spiel. Wie lange machen wir das eigentlich? Weiß ich nicht. Ich will jetzt mal zwei Wörter. Ich will gucken, was dann kommt. Ja, der macht zwei Wörter. Oder fünf? Ja, und dann findest du ja nie ein Wort. Mach zwei. Fangen wir mal klein an. Okay.
Axt und Froschmann. Ach so, ich dachte, das wäre dann zum Beispiel Ist Grün oder so. Irgendwas, was zusammengehört. Wie kommst du denn auf so eine äußerst dümmliche Idee? Jetzt gibt der Axt und Froschmann. Das hast du jetzt selber eingebrockt. Was ist denn ein Froschmann? Froschmann. Och Mann, das will ich nicht. Das habe ich nicht ge... Oh, ich habe noch so eine Raute dahinter. Oh nee. Och nein. Nee. Och nee, Leute. Oh, darf ich mal gucken? Mega geil ist das hier pink. Nee, ne? Nein, es gibt doch niemals eine pinke Axt. Oh, das geht aber hier, das ist noch rot, nee, würde ich sagen. Das war's auch schon, oder was? Hast aber Glück gehabt, Puh, es gibt keine Pinke. Willst du es nochmal mit zwei Wörtern versuchen? Nee, ich will nur ein Wort. Ein Wort. Sollen wir mal für Kinder machen? Ja, okay. Wörterbuch für Kinder, so. Fertig. So. Neues Wort. Gefroren, das ist aber ein schönes Kinderwort. Gefroren. Gefroren. Ja, da würde es wahrscheinlich... Oh, gefrorene Insekten wird mir da angezeigt. Mega geil. Oh, bitte, oh, guck mal, bitte kein Kühlschrank. Gefrorene Drachen. Oh, haben wir ein Glück, dass der Kühlschrank mit 490 Euro, mit 516 Euro. Dass der nicht pink ist. Aber guck mal hier. Cool. Kostet 40 Euro. Bianca, stell die Blumen weg. Warte ganz kurz, ich öffne das mal in einem neuen Tab. Auch noch 10 Euro Versand. Ach du Scheiße. Drachenfruchtpüree, 24 Smoothie Packs. Ah, mein Auge. Ich muss die Blumen wegstellen, ohne Spaß. Ernsthaft jetzt? Was geht denn bei dir ab? Guck mal, wie hässlich die sind. Du kannst doch nicht die ihre besten. Ich weiß es nicht, aber die sind unglaublich hässlich. Also guck mal, hier steht, unsere Pitaya Superfood Packs werden aus roten Bio-Drachenfrüchten hergestellt, die in Nicaragua wachsen. Guck mal, da kannst du dir so eine geile Bowl mitmachen. Guck mal, wie geil das aussieht. Ja, das sieht cool aus. Hau in den Wagen rein. Dann mach aber wieder ein ganz normales Wörterbuch, wenn dann da so Sachen... Oder soll ich Kinderwörterbuch zwei Wörter machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will aber! Zack, zwei Kinderwörter. Joghurt und Braun. Das sind ganz tolle Kinderwörter. Joghurt und Braun. Och Mann. Was Joghurt für ein komisches Wort ist. Da, guck mal, da ist schon direkt wieder was Pinkes hier. Das ist nicht pink. Nee, was denn? Ist das pink? Oh, kennst du das? Das haben wir in Miami gegessen. Das war diese Eisplatte und da haben die das so ganz dünn ausgelegt und dann so Eisrollen gemacht. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ein Wort. Okay, komm jetzt hier Wort und... Cowboy. Das ist ein geiles Wort. Oh nein. Okay, ich bin gespannt. Cowboy. Ja, such da mal was Pinkes. So ein netter Kerl hier. Guck dir den mal an. Der sieht aus, als würde er in irgendeinem Film mitspielen. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Nein. Nee. Hier ist was Pinkes. Cool. Es kostet nichts. Immerhin. Guck mal, ich habe das pupsende Pony gefunden. Das pupsende Pony. Das können wir dann Leo vorlesen. Das ist doch süßer. Hier ist auch ein bisschen pink. Du glaubst, der hat Bock auf ein pupsendes Pony. Na ja, klar. Komm, hau drauf. Das ist doch cool. Weil es für den Leo ist. Ach, guck mal, wie süß. Das pupsende Pony und andere Abenteuer. Der Leo hat ein Buch, das da kann man draufdrucken, dann furzt das. Ja, eben. Deswegen, ja. Dachte ich, gefällt dir das. Ja, komm, das hau auch das pupsende Pony in den Warenkorb. Ich suche mir jetzt eine Kategorie aus. Das sagte ich doch gerade. Ich hätte gerne die geometrischen Figuren. Oh. Hätte ich gerne zwei Wörter. Och Mann, Juli. Rechteck und Siebeneck. Das hat noch niemals jemand eingegeben, bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Ist das pink? Wieso kommt da ein Kerzenlöscher? Mega gut. Da kommt doch jetzt nicht ernsthaft als viertes Produkt was Pinkes. Was ist das? Ein Jumbo-Stanzer. Ein Motivstanzer. Oh, das finde ich aber cool. Guck mal, der macht richtig schöne Rechtecke. Guck mal, was der stampft. Stanzt meine ich, nicht stampft. Man kann hier zum Beispiel Rentiere stanzen. Oder Streifen stanzen. Streifenstanzen ist ja super krass langweilig. Wir haben eine pinke Mische, Leute. Man gibt Rechteck, Siebeneck bei Amazon ein und da kommt ernsthaft als viertes Produkt was Pinkes. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Leute, was machen wir hier? Ich sollte schlafen. Darf ich drücken? Ganz oben ist hier. Komm, Familie. Wir sind so Familienmenschen. Okay. Und neues Wort. Tante. Oh, ich will keine pinke Tante. Okay, ich sag dir, was es wird, ja? Es wird ein Buch. Eine Tasse. Weltliebste Tante. Weißt du was? Ich bin jetzt einfach mal der Schiedsrichter und ich sage, du darfst dir eine aussuchen. Weil entweder die oder ist wirklich... Das ist eine andere Liga an Tasse.
So sieht eine richtig coole Tante aus. Ja, okay, das ist cool. Die ist cool, oder? Wie eine Tasse sieht die aus, oder was? Tante. Aber wie sieht die Tante wie eine Tasse aus? Nein, derjenige, der die Tasse in der Hand hat. Andere Leute lesen das und dann so sieht eine richtig cool. Mega gut. Haben wir eine Tante? Ja, na klar. Meine Schwester ist Tante, deine Schwester ist Tante. Aber ist doch nicht meine Tante. Ja, ist doch egal. Ich will aber auch eine Tante. Was? Kauf jetzt den Tantenbecher. Aber das? Rein damit in den Karton. Der ist doch richtig cool. Tante, sieht aus wie aus Wikipedia kopiert. Komm, das zieh den rein. Okay, so, dann drücke ich jetzt in den Warenkorb, dann schmeiß mal alles rein und dann zählen wir mal zusammen. So, dann was, du hier heute, was du hier heute so drauf. Oh, das Kissen, das war übel hässlich. Okay, also ich bin jetzt hier gerade im Einkaufswagen. Ach, 198 Tacken. Oh. Da kann man sich nicht beschweren. Da ist die Lampe schon wieder ausgegangen. Dann werden jetzt auf jeden Fall in deinem Video gleich auch 8 Sachen in den Einkaufswagen rollen. 8 Sachen. Also ich suche mir ein Favorite raus. Ja. Also hier diese Metall... der Ausstanzer, der Rentierausstanzer. Ja, das Eisgerät ist schon sehr geil. Das Eisgerät ist das Geilste. Das kann man wenigstens verwenden. Aber ja. Ja, mega gut. Also ich finde, das ist das Bescheuerste. Das ist einfach nur eine Karte für Leute, die sich gerade geschieden haben. Kannst du irgendjemandem mal schenken. Ich finde das Kissen tatsächlich noch hässlicher. Echt jetzt? Aber nee, das kann man wenigstens noch benutzen. Nee, unnötig. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, Leute. Wir werden... den Kauf jetzt gleich mal abschließen. Schaltet jetzt unbedingt auch bei Julians Video vorbei. Ich danke. Denn er dreht jetzt gleich ungefähr die gleiche Version, nur mit runden Gegenständen. Das heißt, wir suchen nichts Pinkes, sondern immer irgendwas, was rund ist. Hier, guck, das ist es. Ich bin wahrscheinlich gegen diese Blüte allergisch. Das ist das Einzige, was von 3 Blumensträußen noch hier liegt. Und dagegen bist du jetzt allergisch. Ich weiß es doch auch nicht. Wir beenden an dieser Stelle mal das Video. Schaut unbedingt bei Julian vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wenn die Sachen dann mal ankommen... Ich finde, du hast auch Glück. Dann es hätte ja auch da Auto zeigen. Stehen können und hättest ein pinkes Auto kaufen müssen. Ja. Ja. Gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Es hat mir Spaß gemacht.